Ja, jetzt ist Showtime, halt deinen Atem, Mann. Bist keine Coke-Line, doch wir machen dich. Nase lang, geh in Deckung, hier wird heute scharf geschossen. Bullets für dich und deine scheiß Artgenossen. Ey, wir stehen im Spotlight und du morgen wieder beim Arbeitsamt. Doch heute heißt es größer Prozess. Wir strangulieren Johannes Kraut mit einem Gartenschlauch, der ihm den Atem raubt, weil man für seine Vernichtung kein Knowledge in Botanik braucht. Rudi, komme nicht mit deinem Assi-Sound. Das höchste Hobby-Gärtner wie Peter Lustig. Johannes, verpiss dich, ich schwör dir, für dich sind wir hier im Game der Schlussstrich. Was soll diese Kindergarten-Spit? Du wirst heute in den Arsch gefickt. Wenn wir dich Spinner jagen, wirst du mit einer Kraden in den Winterschlaf geschickt. Als hättest du Killer-Gras im Jib. Ziehst du an der Kippe? Bist du schon auf Wolke 10, sagst du deinen Bros, ey, das Zeug ballert, die Jungs lachen dich aus und die Meute geht. Und nun sitzt er alleine auf seiner Couch, doch er hat noch immer den einen Traum. Und so schreibt er die peinlichen Zeilen in seinem Blog, Line für Line für die Scheiße auf. Nimmt sein Handy und steckt dann die Kopfhörer rein, schmeißt den Beat an, fühlt sich wie von Kolle gesigned. Nimmt die Tracks runter auf und denkt ernsthaft, das wäre geiler Sound. Kleiner Tipp, ist ja echt nur gut gemeint, lass das mit dem Rapper pumpen sein. Eher werde ich Bundeskanzler, als dass du Versager bei einem Label unterschreibst. Du findest echte Battle-Runden geil, heißt du gibst jedem Track von uns ein Like. Das darfst du jetzt schnell noch machen, doch danach geb ich dir einen Headshot und du schweigst. Die 80er P ist ja an sich okay, aber muss man sein Face noch mit Pixel versehen? Stimme klingt dominant, ein beachtlicher Fake, doch maximal reicht's für ein ranziges Tape. Deine Stories kannst nicht mal Kindern andrehen wie Gemüsesticks von diesem Schiffskapitän. So ein Spasten wie dich hab ich lang nicht gesehen, du schubst keinen vom Bus, kannst das keinem erzählen. Ich hätte nicht mal Angst, wenn ich deine Mutter bumpf, was soll denn daraus schon werden? Johannes zerbröselt mich wie vom Bären und frontet mich dann als Chupa Chup. Ob er sucht, hier schnellstens Unterschlupf, wer immer noch Bandanas trägt, der wird nirgendwo noch gern gesehen. Besser geh dich gar gut sterben legen, denn keiner mit etwas Intelligenz kauft dir dein Gangster-Image ab. Johannes Kraut kommt nicht in die Tüte. Wie schlecht gefickter Vintage, das bewegt sich nicht mal zu dem Takt beim Videodreh. Spät in der Nacht, Gott sei Dank, wird man irgendwo im Nirgendwo safe nicht ertappt. Wieso, Johannes, spielst du deine Quali nur auf Headphones ab? Schämst du dich für deine Drops wie ein fucking Benzo-Junk, selbst wenn du textlich rein technisch mithalten kannst wie ein Tempomat? Ist dein Pech nicht zu fassen, denn du trittst gegen Moxie an. Oh, Moxie an, du trittst gegen Moxie an. Deine Punches klingen geschrieben wie im Schlaraffenland. Moxie ist ein Kampfverband, du wirst von uns nicht anerkannt. Johannes bröselt, wenn wir stechen wie Panadenrand.